Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. So, wir reden noch mit den anderen beiden. Gucken, was die noch so zu erzählen haben. Moin. Leif, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leif. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Juhu. Und dahin nochmal. Reden wir nochmal mit dem letzten von den dreien. Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was war. Dem Überfall, eure Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Was? Ich dachte gerade, der läuft ins Feuer. Das wäre lustig geworden. Okay. Gehen wir mal direkt hier hin. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Was ist mit dir, Junge? Richtiger Typ, Alter. Willkommen after, Stiermaier. Auf den Schwanenweg! So. Ist das Segel? Segel! Singt, mein Raben. Los! Auf geht's. Das muss kurz machen. Das sind Befestigungen, Eivor! Später, später. Plündern muss ich auch mal irgendwann wieder. Also auf Plünderung muss drauf zugehen. Gleich nach der Quest. Beziehungsweise der Questreihe. Nehmt die Ruder, nicht das Segel! Legt den Mast! Bring ihn dir! Auf jeden Fall gut, dass alles automatisch geht. Wir sind schon da. Erzähl nachher. Meter. Sammeln wir dich mit Somas Clan. Das wird da vorne sein. Da ist die Zwei Burg. Trupps. Versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß, dass wir kommen. Das soll er auch. Ich rede mit ihm. Er wird mein Friedensangebot abweisen und unsere Unterhaltung wird ein überraschendes Ende finden. Ja. Blas an ins Horn, vielleicht kommen da meine Krieger auch. Wigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du
bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wiegmund! Wiegmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen! Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwärenden Wunde! Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär! Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer! Hey! Schade, muss ich da jetzt aufschießen. Jetzt! Angriff! Jetzt! Dänen von Grantabrück hier! Nehmt euch, was euer ist! Oh, sieh mir Grantabrück an! Was hat Wiegmund getan? Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Alter, man, ihr steht nur im Weg und tut nichts. Das kostet dein Leben! Ich weide dich aus. Es reicht. Ich habe Wiegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus. Dort finden wir ihn sicher. Sicherheit. Da war noch was. Okay, Braviant. Braviant! Proviant ist voll. Warum macht er nicht aber den hier? Du bist Wurmfutter! Tötet jeden Sachsen, der noch atmet! Keine Gefangenen! Keine Knappen! Ich bin bei dir, Soma! Kein Problem, mein Freund. Hier sind die Wogen geglättet. Weiter. Den Rest werde ich schon schaffen. Hier kommt ein Schicksal. Hä? Was schlägst du denn überhaupt? Oder schlägst du etwas vor? Zu mir! Hier! Verstecken! Komm und stell dich deinem Ende! Heidnische Aale! Wiegmund ist weg! Er ist weg! Jeder, der für Wiegmund kämpft, wird sterben! Ich kann aufheben, das geht grad nicht. Dein Ende!
Ja, das ist halt wieder so ein Gegner, den kannst du nicht angreifen. Haltet mir den Rücken frei! Möge dein verwanzter Körper meine Felder düngen. Eivor, zu mir. Moin. Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, er ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Gerne. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. So sei es. Juhu. Damit diese Stadt, oder eher gesagt, dieses Dorf zurückerobert. Sieht eher aus wie ein Dorf als wie eine Stadt. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Blut getränkt! Grantabrück gehört endlich wieder uns! Und morgen treten wir die letzten von Wiegmunds Feuerchen aus! Doch heute Nacht feiern wir wie die Götter! Verbündete haben wir auf jeden Fall. Hey, da liegen sie alle rum. Ich liege auch irgendwo. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Oh ja. Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört. Dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke.
Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Du könntest einen Angriff planen und sehen, ob es den Verräter hervorlockt. Das ist zu gewagt. Diese Schlange könnte uns jederzeit wieder hintergehen. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Die Tunnel will ich auf jeden Fall mir angucken. Es leckt das wieder so behindert. Noch einmal Start drücken. Eigentlich. Normalerweise hat das nur gebracht, einmal Start drücken und wieder zurück. Aber diesmal bringt das nichts. Schade. Jetzt muss ich sowieso Start drücken. Blutwolf, leichtes Schild. Okay. Einsammeln. Rixu Günner. Die Überlistung von Irlinger Schwertzunge. Eine Saga-Seite bekommen, okay. Was haben wir da noch? Somas Tagebuch. Oh, den kann ich anhören. Zähle auf mich, Eivor. Ich beweise dir und den Göttern meinen Wert. Reinigen der Trinker. Von Assassin war 39. Ich werde Geduld haben. Für Ruhm und Ehre. Okay, erstmal die Fertigkeiten. So. Oh, guck mal. Das ist doch Gesundheit. Jawohl, Gesundheit mich gerne. Fernkampfschaden. Kritische Trefferchance. Ich mach das und danach kann ich mir die kritische Trefferchance geben da. Okay, dann gehen wir mal in den Tunnel rein. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Hi. Ach, da geht's ja weiter runter. Ich dachte nur, die kennen ihn. Jetzt geht so ein anderer komischer Typ da runter. Ach, die Schlange. Diesmal kein Ei. Okay, hier war jetzt nichts Spannendes. Ein gemaltes Kreuz. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Laufen wir Richtung Flussufer. Eine Spur gelber Farbspritzer. Da sag ich doch die Richtung. Hier nochmal. Ob die da vorne dann sich gesammelt haben in dem Haus? Ist das ein Feind? Nee. Ich rede mal mit dem, der hat so einen Schlüssel auch wohl. Bleib meiner Burg fern und meiner Brut, meinen süßen Katzenkindern. Kusch, du aller Däne! Die mal nicht. Was will das bringen? Wieder rein. Wie kriege ich denn den Schlüssel? Muss ich sie töten? Kusch! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut! Meinen süßen Katzenkindern! Kusch, du aller Däne!
kann ihn töten, ne? Nee. Ich geh mal da hinten. Verdammte, verfluchte, elende Ratten! Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha! Ihr Heiden und eure Götter! Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder! Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Da ist noch mehr Flabe. Ich will da rein. Komm ich da rein? Fackel gehen werfen bringt wahrscheinlich nichts, ne? Ne. Lass ich mal da. Geh ich mal da vorne hin. Da haben wir oben noch was. Steck und Kohle. Also. Silber. Da haben wir schon mal den Schatz. Besser als nichts. Ohne Waffenrunde. Ist die Waffenrunde besser als das, was ich jetzt habe? Auf den Waffen? Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe hier einmal Feuerschaden, Angriffsschaden. Waffenrunde. Zwei Punkte. Okay. Hier ist ein kaputtes Langschiff. Kann man da oben den Scheiß kaputt schießen eigentlich? Wahrscheinlich ja nicht. Nein. Okay. Wo komme ich denn da rein? Kann ich auf das Schloss schießen eigentlich? Nein, nix. Scherz. Kann ich eigentlich das Feuer anzünden? Doch. Das Feuer brennt.
Was ist in der Nähe? Gar nichts. Doch der hier. Dann reiß ich da mal hin. Fertigkeitenbaum. Fertigkeitenpunkte, die in einem Fertigkeitenbaum zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke und deine Werte. Geil. Ach, hier war ich doch schon mal. Hier bin ich doch Uma das erste Mal getroffen. Ja. Dann haben wir runtergeklettert. Okay, dann gehen wir erstmal zu Galin. Gelbe Farbe hat er verwendet. Ein Kreuz sind gemeint, um die Leute zu signalisieren, wo sie reingehen müssen. Hier könnte sogar das. Also, theoretisch gesehen brauchst du dafür keine hohe Intelligenz, das schafft eigentlich jeder. Ich bin gespannt, wer es war. Der Verräter. Du schaffst es doch hoch. Was hast du? Sind das Feinde da vorne? Nee. Das sind immer Menschen gewesen. Was ist das hier? Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Ein Fluch? Warum habe ich ein ungutes Gefühl? Sehr ungutes Gefühl gerade. Die Musik ist zwar anders, aber bedrohlich. Machen wir erstmal den Stein kaputt hier. Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Okay. Hey, mein Freund. Ich will nur reden. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend, wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns.
Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Eine Gaunerin und Lügnerin. Nur mal so als Hintergedanke. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ort annehmen. Was alles erst in dieser Folge, also dann Schwio.